So, hallo, wir machen weiter. Bei WarioWare, wir müssen mal gucken, was wir jetzt alles noch hier in dem Spiel machen können. Es gab auch gerade wieder ein Update von der Switch. Keine Ahnung, die macht einfach ständig Updates. Die Demo nicht. Die könnte ich eigentlich wahrscheinlich löschen. Wahrscheinlich könnte ich die Demo löschen, ne? Dann habe ich wieder Platz. Ist dann ja nicht mehr notwendig, die zu haben. Okay, wir gucken mal. Was jetzt alles so machbar und möglich und dingsig ist. Und theoretisch gibt es einiges zu tun. Wir können zum einen mal gucken, ich glaube, der Wario Cup müsste mittlerweile durch sein, den wir gespielt haben. Oder? Gibt schon einen neuen? Keine Ahnung. Ja, definitiv gibt es schon neun. Okay. Frühere Challenges. Oha. Oha, die haben viel vor. Oh mein Gott. Jede Woche eine neue Challenge, ne? So ungefähr. Ach, die kann man. Die kann man nochmal spielen, oder wie? Um die mehr Punkte zu bekommen, oder wie sehe ich das? Ach so. Oh Gott, ich kann's. Oh, ja, wahrscheinlich. Ich kann's gar nicht mehr. Oi, oi, okay. Ich glaube. Ich glaube. Oh je. Oi, gerade so. Nein, das war's. Oh. Juhu. Jetzt habe ich das gestartet, jetzt müssen wir es natürlich kurz hier probieren, ne? Vielleicht kriegen wir zumindest Silber. Ach Gott, das ist so. Es geht so schnell. Nein! Ja, wahrscheinlich. Das ist das erste Mal, dass ich das nicht geschafft habe. Oh mein Gott. Ah, ich habe ihn erwischt, aber zu langsam. Mann. No, oh mein Gott. Oh Gott, das wird das Schlechteste. Aber ich bin auch gerade überhaupt nicht. Ich habe das Spiel gerade erst gestartet. Ich weiß. Nicht auf die schnelle Variante hier. Ich warte jetzt gar nicht drauf. Ach, come on. Ich war jetzt gar nicht drauf vorbereitet, ne? Oh je. Ach Gott. Nein! Oh mein Gott. Nein! Ach, come on. So. Ja, schlecht. Okay, egal. Gut, das, ja. Ich wollte aber jetzt auch gar nicht. Aber gut, das ist interessant zu wissen. Selbst wenn die Dinger durch sind, kann man sie hier immer noch mal spielen und neue Rekorde holen. Okay. Ist ja schön. Ah, jetzt kann ich hier die Belohnung. Ah. I see. Ja, dann gib mir meine Belohnung. Jawohl, am Rang ändert sich da nichts. Oh, da hat sich jemand noch auf den ersten Platz gedrückt bei der Freundesrangliste. I see. Jawohl. Ah, und das erhöht dann auch die Statuspunkte. I see, I see. Okay.
Und wer ist da? Regie hat eine Oha 6300. Alles klar, Regie. Kann man mal machen. Okay, ja, dann gucken wir uns auch die aktuelle Challenge an. Hier steht ja dort, Ausdauertraining. Vom 14.09. bis 21. Bis morgen. Yo, da habe ich ja gerade noch gestartet. Aber ich werde garantiert nicht jede Woche das hinkriegen, dass wir jede Woche eine Challenge, weil ich garantiert nicht jede Woche zum Aufnehmen komme. Okay, also jetzt kriegst du alle Spiele, die ich habe. Nimm einen Charakter, mit dem du es drauf hast, alle nacheinander durchzuzocken und du schaltest nämlich alles vorbei. Ah, also man hat nur ein Leben, aber es geht unendlich lang, oder wie sehe ich das? Und ich muss mit 5 Charakteren spielen. Er hat deswegen auch starke Basiswerte, weil er halt ein schwieriger Charakter ist, ne? Uff. Oder weil ich ihn gelevelt habe, kann er auch sein. Ah ne, hier Schwierigkeitsfaktor mal 1,11. Genau, er hat nämlich, ja. Und die haben halt einen geringeren Schwierigkeitsfaktor. Wobei ich dribble, weiß ich, achso, naja, weil die so fliegen können, ne? Boah, ich weiß nicht. Oh Gott, aber wenn's, ne, wir probieren es ja einfach mal aus, was soll's. Was tue ich denn da dumm rum? Ne, ganz ehrlich, was tue ich denn da dumm rum? Wir probieren es einfach mal aus. Wir nehmen mal Mona. Wir nehmen mal... Ich soll übrigens nicht 9 Volt sagen. Ich sage 9 Volt ab jetzt. Und dann 5 Volt und dann... Wie ist der andere? 18 Volt. Ich glaube, da sage ich sogar 8 und nicht 18 Volt, ne? Insofern ergibt es schon Sinn, nicht 9 Volt zu sagen. Ich werde es mich bemühen. Okay, so. Boah, wen nehmen wir denn noch? Nehmen wir den da noch? Ich nehme mal alle, die fliegen können. Wobei, der hat auch schwierige Es gibt halt... Es ist halt ein pures Glück, ob man die leichten Sachen mit denen bekommt oder die nicht so schweren Sachen. So. I don't know. Wir probieren es mal. Ich glaube, das geht nicht gut, weil ich glaube, nur fliegen ist auch nicht so sinnvoll. Aber endlos heißt halt jetzt so, es geht halt... Ja, das... Oh Gott. Es geht halt bis zu einem Fehler, ne? Habe ich richtig verstanden. Und wahrscheinlich wird es dann mit der Zeit auch schneller und schwerer und keine Ahnung. Ah. Wer war's? Der Erste. Clown. Okay. Ach so. Gott, ich kenne die ganzen Dinger schon nicht mehr. Na, so wiegen wir nicht. Ja, so. Wieg. Nein. Scheiße. Ah, es geht noch weiter. Wie viel Leben habe ich denn? Die Zähne. Wo stehen denn meine Leben? Ich dachte, es ist endlos, aber wo stehen denn meine Leben? Ach, da unten, 5. Ach so, jeder Charakter geht einmal drauf und dann sind nur noch die anderen. Ah, ja, I see. Ey, Nein, es waren auch schon 4. Ja, jetzt habe ich's. Okay, dann jetzt habe ich das mit dem Leben verstanden. Lol, das hat gezählt. Das hat einfach gezählt mit dem Besiegen. Jetzt habe ich nur noch den Gregor, ich verstehe. Okay. Da kommen jetzt schon vor allem Spiele vor, die wir noch nie gesehen haben. Spiele vor, die wir noch nie gesehen haben. Ja, moin, 1093 ist wahrscheinlich richtig gut. Okay, das lassen wir erstmal. Wobei, was heißt das? Lassen wir erstmal. Problem ist ja,
Das gibt's ja morgen schon gar nicht mehr. Ich muss das nachher nochmal spielen. Eieiei. Aber da wäre es natürlich schlau, erstmal ein paar Spiele kennenzulernen, die da vorkommen, weil hier kommen ja einfach alle vor. Uff. Und natürlich, klar, wenn man die leichten Charaktere nimmt, kriegt man weniger Punkte. Okay, aber wir gehen jetzt erstmal hier wieder raus. Denn was wir auf jeden Fall tun müssen mit der Zeit, ist die Variopedia vollständig machen. Ne? Zum Beispiel bei ihm fehlen nur noch 2 Level. Die würde ich jetzt gleich mal holen. Dafür müssen wir halt in seine Stage reingehen und so lange spielen, bis wir 2 Level haben bekommen, die wir noch nicht hier gespielt haben. Also, na, ich gehe hier in die Aufwärmrunde. So. Und hoffe dann... Wir nehmen einfach alle, das ist am einfachsten. So. Dann kann ich auch alle trainieren. Und hoffe dann entsprechend... dass die auch jetzt kommen, die wir noch nicht hatten. Und das nicht ewig dauert, bis die kommen. Hypnotisieren. Zähl auf mich. Losfliegen. Ja, das hat mir noch nicht stabil. Da haben wir schon das erste, was wir noch nicht hatten. Na gut, das hatten wir in der Übersicht gerade, hatten wir das, aber war das schon, haben wir das damals schon hier? Was? Okay. Aber hatten wir das dann damals schon hier im Hauptspiel? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, wir spielen einfach mal, soweit ich komme, ne? Das sowieso. Das sollte man sowieso immer machen. Weil es kann ja auch eine Mission dann sein. Das war, glaube ich, die wir noch nicht hatten. Deswegen Mission geschafft. Ich glaube, jetzt haben wir alle bekommen gerade. Kann es sein, dass wir jetzt gerade alle bekommen haben? Ich denke ja. Ich glaube ja. Ich glaube, das ist es. Kirob darf jetzt den Boss erledigen. Ja, das wird ja interessant. Der Boss waren doch die Dinger, die ich so von der Seite ankicken musste. Wie mache ich das jetzt mit ihm denn? Ja gut, okay. Der erste Teil ist einfach. Also dann immer von unten anschießen kann ich die jetzt eigentlich ja nur. Ja gut, das ist in dem Fall... Ja, okay, das ist in dem Fall wirklich simpel. Okay, das ist in dem Fall mit ihm... Das ist dann mit dem Roboter ja super einfach tatsächlich. Ich muss einfach nur warten, bis der halt unten loslässt. Ja, was heißt loslässt? Bis der unten halt die Stacheln weg hat. Ja, easy. Okay. Yay. Ja, wir spielen einfach mal, soweit ich komme. Ne? So. Yo, was? Oh, hier gibt's Bo, hier gibt's... Okay, nach jedem Boss gibt's dann so einen Bonusabschnitt noch, wo man Münzen holen kann. Ah, cool. Haben wir schon wieder was Neues gelernt. Nein, da ist einer drin. Oh, zu langsam. Erstes Leben weg. Ah, der Dings muss erstmal weg. Ja, jetzt hoffen wir, dass es genug hin und her schwingt. Jawohl. Oh Gott, mit dem jetzt. Wer war's? Gib mir was brauch. Okay, der da. Ich mach das. Merken. Aber es ist schon... Ja, okay, alles klar. Aber wie, was? Wie das zweite? Also das da. Oh Gott. Aber man merkt... Oh. Man merkt schon, den höheren Schwierigkeitsgrad. Und es ist gut, mit allen zu spielen, weil dann kann man die schön trainieren. Und sich auch an die gewöhnen und so. Jawohl.
Mit ihm war das jetzt zum Beispiel eine sehr einfache Mission. Das hat nicht gereicht. Ja, was zum... Da war eine Gabel dabei. Also dran. Okay, jetzt kriegt er den Bosskampf. Ah, es könnte nicht so einfach werden mit ihm. Mal gucken. Vor allem ist jetzt ja schon der nächste Level. Ja, jetzt muss ich nämlich so von unten anspringen. Oje, oje. Okay. Jetzt muss ich halt wieder warten, bis der unten loslässt. Ach, loslässt, sage ich immer, bis die Stacheln halt weg sind unten. Ja, okay, okay. Kriegen wir schon hin. Sollten wir hinkriegen. Jetzt kommen die Stacheln wieder raus. Jetzt. Okay, einmal noch. Gut, easy. Sehr schön. Nächster Level. Ah ja, und genau, wenn man... Ja, dann gibt es ein Leben, wenn man die Dinger geschafft hat. So war das, richtig. I remember. So, schön die 10er-Dinger mitnehmen. Ja, das war doch gut. 150, jawohl. Jawohl, nächster Level. Ich schätze, jede Mission wird auch so sein, dass man einmal bis zum dritten Boss sozusagen gespielt hat. Und den schafft. Ich denke, das wird auch eine Mission sein. Das heißt, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Das wären jetzt sozusagen nochmal 9 Level. Okay, das ist ja einfach, als wenn da der Schmetterling... Warum ist das Level 3? Okay, I see. Oh, das ist frech. Okay, huh, gerade so. Nein! Mist. Der. Oh Gott. Das zweite war Bogen nach unten. Ich sag ja Bogen nach unten. Oh. Ich sag noch Bogen nach unten und mach nicht Bogen nach unten. Was ist denn bei mir falsch? Ich habe über Bande gespielt. Okay, das haben wir nicht hingekriegt. Aber wir haben... Ja, sehr gut. Aber wir haben... Ja, ist ja gut. Aber wir haben jetzt hier nämlich die vollständig, richtig? Yes. Sehr schön. Sehr schön. So, welche Mission haben wir jetzt da gerade bekommen? Das kann ich ja nachgucken. Ah, die kann... Oh Gott, kann ich die alle erhalten? Oh Gott, schließe alle Level, das Story ab, haben wir gemacht. Schließe alle Spiele der Aufwärmrunde in der Variopedia erfolgreich ab, haben wir jetzt auch gemacht. Spiele unter Potpourri das Spiel hoch, das Bällchen so lange, bis es Game Over heißt. Ja, moin. Spiele das Spiel arbeiten wir so lange, bis es Game Over heißt. Spiele das Spiel Einzelkampf, bis es Game Over heißt. Du spielst halt einfach einmal. So, das ist das. Okay. Gut, die haben wir alle gemacht. So. Schalte alle Spiele in Alltag, schalte alle Spiele in Fantasy. Genau, na, das ist das da. Gut. Ja, wie soll ich denn Mikrospiel-Arena... Ach so. Hä? Okay, wie soll ich das spielen, wenn ich niemanden habe, mit dem ich das spielen kann? Also, jetzt mal ernsthaft. Die Missionen kann ich nicht machen. Das sind die da. Das ist für 2 Spieler. Wie? Wie? Hallo? Ja, 2 Spieler. Ja. Ja, witzig.
Also ich könnte so tun, als ob ein zweiter Spieler hier wäre. Ich könnte jetzt die Joy-Cons da rausholen und sagen, hier, der zweite Spieler ist da. Okay. Gut, mache ich vielleicht irgendwann mal, dass wir die Mission bekommen. Ja, gut. Ja, gut. Ach so, wir haben hier ja auch noch Sachen abzuholen. Ja, moin. Da ist noch mehr neu. Was ist denn da alles neu? Ah, hier die. Oh, was? Mario Cup? Absolvieren Mario Cup 5 Challenge. 15. 25. 45. Okay, die haben jetzt schon sozusagen. Aber es gibt immer nur 100 Münzen. Also, das ist effektiv fast nichts wert. Ne? Ich meine, das sind 45 Wochen. Das ist fast ein Jahr. Außer die bringen irgendwann plötzlich mehr Challenges in einer Woche. Das ist fast ein Jahr. Ich werde das nicht jetzt jede Woche, jedes Mal einmal an. Also, Nintendo, alles was recht ist, das mache ich nicht. Okay. Dann sehe ich schon, wir werden die Mission nicht vollständig haben. Und es gibt immer nur 100 Münzen. Oh, da gibt's. Ah, okay, es gibt auch mal mehr Münzen. Spielt mit einem Team aus 3 Charakteren den Level auf im Runde der Story in der Zielmitte. Ah ja, das sind dann nämlich so Sachen, wo man nämlich. Das ist nämlich 31 Punkte würde bedeuten, man schafft den dritten Boss. Na? I see. Genau. Hä, mit 21 habe ich doch gerade gemacht. Ach nee, ich hatte alle Charaktere. Ah. Ich verstehe. Und das gibt's jetzt hier auch bei jedem nochmal, ne? Aber es ist immer. Es sind immer die. Also einmal mit allen und einmal. Ah, oh, verdammt. Aber sonst hätte ich gesagt, kann man das ja gleich einmal komplett abfrühstücken. Okay, den Multimeister gibt's immer für mit allen und den normalen Meister gibt's für. Ja, halt, ne? Also immer bis zum dritten Boss. Oh je, das wird schwierig. Uff. Aber das gibt ordentlich Münzen. Reiche in allen Spielen des Levels Tiere in der Variopedia die Punkte vor. Punktevorgabe? Was ist denn die Punktevorgabe? Muss ich auch nochmal gleich nochmal gucken. Ah, und dann sind das jetzt hier 100-mal hoch das Bällchen. 3! Ja, ist in Ordnung. Ja, ist okay, Spiel. Ach du Schande. Gewinne 20 Silberpokale beim Mario Cup. Und das gibt es dann das natürlich auch mit Gold. Gewinne alle Pokale beim Mario Cup. Ja. Alles Gold. Hat man dann, Moment, hat man aber, wenn man alle Goldpokale gewinnt, nicht automatisch alle Wario Cup? Weil mehr als Gold bei jedem geht doch nicht. Dann hat man noch die anderen automatisch mitgenommen. Oder nicht? Oder verstehe ich da was nicht? Okay. Schließe das Spiel, halte den Dieb Mischmasch erfolgreich ab, indem der Dieb in den Gully fällt. Aha, habe ich scheinbar gemacht. Keine Ahnung wann, aber habe ich wohl gemacht. Ja, das habe ich leider verhauen. Ich habe das leider verhauen. Ein Ding hat mir gefehlt. Habe ich nicht verstanden. Weiß bis jetzt nicht, wo es ist. Habe noch nicht nachgeguckt, aber auch. Und das, die sind, okay, die lese ich jetzt nicht durch. Das sind jetzt alles, die sind speziell irgendwelche Missionen, ne? Die kriegen wir vielleicht zufällig mal mit oder auch nicht. Die lese ich jetzt erstmal nicht durch. Und überall, wo Fragezeichen sind, das bezieht sich natürlich dann auf Spiele, die noch nicht freigeschaltet sind. Ich denke, das Erste, was wir jetzt wirklich machen, ist, alle Spiele freizuschalten, dass die Variopedia voll ist. Ich denke, das wird auf jeden Fall schon mal eine Geschichte sein. Und das ist dann bei Potpourri. Also die Lilanen sind immer Potpourri. Halte den Ball mindestens 10 Mal in die Luft, ohne dass er die seitlichen Begrenzungen berührt. Oh, das wird ja auch noch interessant. Erziele bis Tag 12 täglich einen Profit von genau 1000. Oh, Junge, die haben sich was ausgedacht. Okay, hier gibt es einiges zu holen. Erreiche als Wario den Titel Firmenpräsident. Ach, das ist dann für. Ja, okay, I see. Das ist dann für alle. Für alle Charaktere. Wie man die levelt. Okay.
Sheesh. Oh, Himmel hilf. Was machen wir jetzt? Ich denke, wir spielen weiter frei. Ah, ich wollte diese Vorgabe gucken. Hier Punktevorgabe mit allen 20. Ja, moin. Und das muss ich mit allen machen. Alle einsammeln. Ach du Scheiße. Das muss ich mit jedem einzelnen Spiel die Punktevorgabe machen. Alle einsammeln. Einsammeln. Vor allem, das wird halt mit der Zeit schneller, ne? Ja, man hört es an der Musik. Weil jetzt sind wir wieder bei Level 1, aber halt schneller. Na gut. Alle einsammeln. Jetzt sind wir wieder bei Level 2. Nein, 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 nein. Oh Gott. Gerade so. Alle einsammeln. No! Oh, gerade so. Ich meine, wenn ich natürlich bis Level 16 ohne Leben verlieren kommen würde, dann kann ich ja viermal Leben verlieren, dann ist es auch egal. Oh, gerade noch hin. Alle einsammeln. Alle einsammeln. Sehr schön. Mit ihr war das sehr einfach. Alle einsammeln. Nein, das erste Leben weg. Ah. Alle einsammeln. Alle einsammeln. Jetzt wird's aber richtig schnell hier. Hilfe. Alle einsammeln. Nein, 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 nein! Alle einsammeln. Oh Gott. Ich schaff's nicht. Nee, wie soll... Oh. Game over. Neuer Rekord. Ja, aber nicht die Punktvorgabe. Yo, die Punktvorgabe ist kritisch. 20 hier, 30 hier, 25. Ah. Ah. Oh, nö. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das machen will. Okay, hier fehlen 3 Spiele. Aber hier gibt es natürlich auch noch viel mehr Spiele. Das heißt, bis die 3 jetzt kommen, das kann natürlich ein bisschen dauern. Wir machen jetzt aber trotzdem eine Runde Alltag. Und gucken, ob wir die Spiele bekommen wenigstens. Oh Junge. Ich nicht falsch verstehen. Es ist cool, dass man so viel machen kann. Ausdrücken. Aber fürs Let's Play schwierig. Alles klar. Schwierig. In 12 Tagen oder so kommt Metroid Dread. Ah! Das will ich auf jeden Fall auch dann anfangen. Für klare Sicht sorgen. Nee, ist gar nicht in 12 Tagen. Ist. Nein. Ja, wie denn? Das war auf jeden Fall neu. Ah ja, ich muss weg. Das Ding darf da rein, ich muss weg. So nämlich. Abziehen. Ah, es muss ja mit der Bombe. Okay, alles klar. Raus hier. Oh nee, die ist schwierig. Verstopfen. Ja. Ja, das ist ja. Oh nee. Alles klar. Das ist wirklich suboptimal. Das war wirklich suboptimal, Penny. Uff. Ein Klaps. Hinkommen. Okay. Es geht
Beschleunigung. Nee, muss nicht. Runter damit. Tada. Unterstoßen. Hui. So geht das. Bin dran. Oh je. Gut. So, Bossfight mit ihm jetzt. Was war das denn? Oh nein, oh nee. Oh nee, das, wenn das auf schnell dann irgendwann, oh Gott. Wie was? Ach, hier muss jetzt schon die Stiefel fehlen. Ich habe schon wieder Zeit verloren, ich Trottel. So, zwei Stiefel sind schon drin, dann fehlt einmal die Dose. Auf jeden Fall einmal die Dose. Und das Ding da. So. Da sind jetzt zwei Dosen rote. Ach so, muss ich selber alles machen. Einmal blau und einmal gelb. Hui. Ja, easy. Noch ist easy. Jetzt krieg ich wieder ein Leben. Sehr schön. Und, ah ja, das Bonusspiel gibt's jetzt auch wieder. Da sind die Zehner. Ah, ging. Hätte ich besser machen können. Aber ist okay. So, die springt automatisch. Da kann ich gar nichts machen. Stabil. Ich glaube, wenn die das Ding eingesaugt haben, den Stoff, also den, nicht den Stoff, den... Die muss hoch, nein, die muss hoch, du Nuss, nein, ah, die musste wieder rüber, nein, oh Gott, alles falsch. Was wollte ich sagen? Wenn die den Stoff eingesaugt haben, ich glaube dann gehen die Staubsauger weg. Ausdrücken. Was hat der denn rausgedrückt? Das ist ein Fisch. War das ein Fisch? Ich habe nicht hingeguckt. Das ist dieser einfach coole Überraschungshumor von den von den Spielen. Du musst wieder runter. Du Pflau. Oh mein, das ist mit ihm ja furchtbar zu steuern. Ich wollte nicht, dass er da hochgeht. Neuer Rekord. Oh, haben wir überhaupt ein neues Spiel gefunden? Was? Haben wir überhaupt ein neues Spiel gefunden? Ja, weil wir hatten vorher drei, jetzt sind es zwei. Oh, Himmelhilf. Ach ja, das hier haben wir gefunden, was ich nicht konnte. Die Seehilfe. Was soll ich denn da machen? Punktevergabe 30. Was soll ich denn da machen mit dem Ding? Soll ich die Tasse wegschieben oder was? Ach so. Alles, was ich machen muss, die Tasse wegschieben? Für klare Sicht sorgen. Das ist alles? Zähl auf mich. Für klare Sicht sorgen. Okay. Also drücke ich immer nur nach rechts. Eigenlob einleiten. Für klare Sicht sorgen. Okay, und manchmal ist es ein bisschen schwieriger, das Ding wegzuschieben. Für klare Sicht sorgen. Lol. Ja, okay, das kriegen wir doch jetzt mal hin bis 30, oder? Für klare Sicht sorgen. Oh je. Ah, sehr gut, wenn ich die... Genau, ich wollte gerade sagen, wenn ich die direkt unter den... Dings...
bringe, dann geht es ganz gut. Jawohl. Ja, das sollte doch machbar sein. Selbst mit schneller wird es ja nicht schwieriger. Ah, es hat schon gereicht. Sehr schön. Das ist die erste Punktvorgabe, die ich hinkriege, Lul. Also vielleicht. Wir sind noch nicht bei 30. Es kann sein, dass es noch so schnell wird, dass es dann doch wieder unangenehm ist zu spielen. Wir werden sehen. Aber ich meine, das Achievement gibt es ja erst, wenn man bei allen die Punktvorgabe hinkriegt. Ah, es ist so kritisch. Es ist so kritisch, ne? Im Prinzip nützt mir das jetzt hier. Also es nützt mir schon was, aber halt nicht so viel. Ja, das... Oh, die ist kacke. Mit ihrem blöden Wasser. Ich komme da nicht klar auf die Schnelle. So, aber alle anderen kriegen wir hin. Also die 30 sollte machbar sein. Nein, du musst... Gut. Also es gibt schon welche, die da ungünstig sind. Aber alle, die sich so frei bewegen können, die sind dafür sehr einfach. Ja, prima. Hallo, weg mit... Oh, das war knapp. Ew. Wir haben die Vorgabe. Oh Gott, ey. Oh. Aber also, da gehen die schon auf die schnellste, also auf die fast schnellste Stufe hoch bei der Vorgabe. Das ist jetzt keine einfache Vorgabe, muss man leider echt sagen. Und das ist gerade für die schwierigeren... Ups. Gerade für die schwierigeren Missionen dann schon kritisch. Also das ist ja eine Mission, die wirklich so... Du machst einfach immer das Gleiche. Die Mission ist nicht schwer. Also du hast halt sie. Dann ist die Mission kacke. Aber ansonsten ist die Mission einfach. Oh, ja, okay, das war's. Ist in Ordnung. Ew. Ah, okay, für jede Punktvorgabe kriegt man nochmal 300 Münzen Boni. Ja, ich auch, tatsächlich. Ah, und es hat jetzt hier so ein Po. Oh, das muss man für jedes Spiel. Oh, nee. Also alles, was recht ist. Nicht, dass ich es nicht gerne machen würde. Ne? Don't get me wrong. Aber nicht fürs Let's Play. Das ist. Ich meine, ne? Das sind alles unterschiedliche Spiele. Ich denke, wir werden sie freischalten. Das gerne. Dass wir jedes Spiel mal gesehen haben. Aber das ist insane. Das ist einfach insane. Das ist absolut insane, das alles zu machen. Oh, ich habe da was noch nicht angeguckt, scheinbar. Jetzt. Ach so, ich verstehe. Das ist neu aufgetaucht, weil wir jetzt eine Mission bekommen haben. Aber das kann ja dann nur die für klare Sichtsorge-Mission gewesen sein. Was ist denn da neu? Scheiße, wo war denn die jetzt? Ah, schließe das Spiel Seehilfe auf Level 3 Erfolg, indem du das Essen kühlst. Aha. Das heißt, so geht das auch. Dann spielen wir natürlich mit Penny. Weil, womit soll ich sonst das Essen kühlen? Ne? Für klare Sicht sorgen. Ah, die kann mit ihrem Wasser das... Ah! Das war nämlich das Problem, die konnte das Zeug nicht wegschieben. Aber die kann das kühlen. I see. Für klare Sicht sorgen. Das war jetzt aber nicht kühlen, das war jetzt wegschieben. Für klare Sicht.
Scheiße, also nochmal. Ja, ist in Ordnung. Ich muss ja nur zu Level 3 kommen. Für klare Sicht sorgen. Also ich muss es irgendwie so hier lassen und nicht verschieben. Für klare Sicht sorgen. Kriegen wir das so hin? Ja, da war die Mission. Perfekt. Okay, also so ein paar einzelne Spielmissionen sind natürlich auch ganz nett. Wenn man da weiß, was man tun muss, ist es ganz schön. Also die würde ich dann auch mit der Zeit durchgehen, aber ich denke, wir werden wirklich uns jetzt erstmal drauf konzentrieren, in den nächsten Parts die Variopedia vollständig machen. Ich denke, das ist was man im Let's Play noch ganz gut machen kann, ne? Aber, also, ist ganz wichtig, ihr müsst mir mitteilen, wie viel euch von dem Spiel unterhält und wie viel nicht. Weil ich glaube nicht, dass es euch unterhält, wenn ich hier alle Punktvorgaben versuche zu erreichen. Für ein paar Missionen. Ich glaube nicht, dass es euch das unterhält. So, ich würde es privat grundsätzlich, wenn ich mehr Zeit hätte, machen. Aber ich glaube nicht, dass das für eine Aufnahme... Wie gesagt, bedenkt, was wir stattdessen aufnehmen können. Zum Beispiel erfolgloses Isaac. Nee, also, keine Ahnung. Machen wir zum Schluss mal noch eine Runde Potpourri hoch das Bällchen. Jetzt haben wir ja alle Charaktere freigeschaltet. Jetzt können wir mal gucken, welcher Charakter denn da am sinnvollsten für ist. Um den Ball oben zu lassen. Ich hätte eigentlich schon so gedacht, so Flugcharaktere, ne? Oh, müsste es mit ihr nicht ganz cool sein? Es war sehr cool mit ihr. Oh, come on. Okay. Wie war das? 10 ohne dass... Okay, jetzt hat er schon die Dinger berührt. Aber 10 muss man schaffen, ohne dass er die Stangen berührt, ne? Alles muss dann auch mit einem anderen Charakter wieder sein. Ah, come on. Aber müsste es nicht sogar reichen, wenn sie am Boden bleibt? Ich teleportiere mich ja nur hoch, also ich kann ja... Ach so, sie... Ah, lol. Nein, darum war das denn jetzt daneben? Ärgerlich. Ah, okay. Welcher Charakter wäre denn da sinnvoll? Kann ich es mit ihr vielleicht schaffen, dass er nicht die... Ja, okay, alles klar. Hat schon die Wände berührt. Ne, da brauche ich auch einen noch ruhigeren Charakter, der nicht die Wände berühren kann. Also, wo ich den Ball dann ganz vorsichtig nach oben bewege. Ah, das verändert sich auch noch. Das bleibt nicht gleich. ...300 war das Höchste, ne? Was man bei den Missionen von mir wollte. Ich frage mich halt, ob das nur optische Sachen sind oder ob das wirklich sich aus... Okay, das wirkt sich wirklich aus. Der fällt gerade viel schneller... Also, der geht gerade viel schwerer nach oben. Oh, aber so kann ich die Mission schaffen. Ich habe mit dem Blitz überhaupt nicht gerechnet. Okay. Das heißt, das wird auch noch schwieriger, je höher man kommt. Ach, Gottchen. Ich wollte es mir mal angucken.
Ja, gut. Das ist interessant. Ich bedanke mich an der Stelle erstmal fürs Zuschauen. Ein Part werde ich noch aufnehmen, dann geht's schon wieder ins Bett, weil Schule. Und tschüss.